So, Freunde, ja, das heutige Thema ist YouTube, Facebook, TikTok, Instagram und hier diese gesamten Twitter, diese ganzen Social Media und wie die Chefs oder die Bosse dieser großen Social Media Plattformen jeweils ihre eigene Plattform zerstören. Fangen wir mal an. Habt ihr das eigentlich mitbekommen? Ich habe gerade ein Video gesehen, also ich gucke auch viel Videos aus dem englischsprachigen Raum. Facebook hat jetzt innerhalb von einem Monat, also das Ganze hat vor ein paar Jahren angefangen, aber das Desaster hat jetzt anscheinend diesen Monat oder letzten Monat oder diesen Monat seinen Höhepunkt erreicht. Und zwar hat Facebook, so wie ich das mitbekommen habe, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, um die 500 bis 600 oder irgendwie 700 Milliarden, auf jeden Fall mehrere hundert Milliarden an Wert verloren. Facebook war ja mitunter einer der wertvollsten Marken auf der ganzen Welt, ja? Und dieser Mark Zuckerberg oder wie der heißt, der Typ, ey, der hat ja die letzten 4 bis 6 Jahre komplett Facebook einfach komplett zerstört. Guck mal, ich habe Facebook, also ich wurde gezwungen, Facebook zu machen. Eine gute Freundin namens Cara hat irgendwann 2010, glaube ich, hat so lange auf mich eingeredet, weil 2006, 2007 wurde ja Facebook oder 2004 oder wann auch immer wurde Facebook eingeführt. Und irgendwann, oder 2006, 2007 oder so, ich habe keine Ahnung. Und die hat mich so lange genervt, die so, ey, du musst unbedingt auf Facebook. Dann habe ich mir 2010, meine ich, habe ich mir Facebook gemacht. Hab da innerhalb von, ich glaube, 1-2 Jahren um die 10.000 Leute oder so, um Pi mal Daumen, 10.000 Leute sozusagen erreichen können, die mir gefollowt sind und so weiter und so fort. Und teilweise habe ich zum Beispiel irgendwas gepostet, Videos, die haben innerhalb von einem Tag 6.000 bis 10.000 Klicks bekommen und so weiter und so fort. Dann war ich auch begeistert, habe Fotos, Videos und Sprüche und alles gepostet, bis dann irgendwann Facebook angefangen hat, 2000, wann war das, 15, 16 oder 17 oder wann auch immer, auf jeden Fall die Reichweite nur noch gegen Geld. Das heißt, du hast Leute, die Bock auf deinen Content haben, die dich abonniert haben und dir gefollowt haben. Nee, Facebook möchte jetzt Geld dafür haben, dass du überhaupt noch Reichweite hast. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ich bin nur wegen dieser Reichweite dahin gegangen. Ja, um mit den Leuten in Kontakt zu kommen, dass die meine Posts mitbekommen, meine Videos, meine was auch immer. So. Das heißt, ab da war für mich Facebook nur noch, okay, ich habe Facebook, aber ich benutze es kaum noch, ja? Ich habe früher selber auch viel Zeit in Facebook verbracht, mittlerweile gehe ich nur noch auf Facebook, poste irgendwas, bin wieder raus, okay? Das mal zu Facebook. Dann gab es ja Instagram und irgendwann hat dieser Zuckerbuck, keine Ahnung, dieser Typ auf jeden Fall, dieser komische Typ, hat der Instagram sozusagen gekauft anscheinend. So, dann hat er versucht, Instagram so insoweit zu verändern, wie er Bock drauf hat. Dieser Zuckerberg, ne? Dieser Cyborg, Alter, der Typ sieht für mich überhaupt nicht... Ja, ist auch egal. Ich will da mich gar nicht drauf einsteigern. Dings hier und so, ne? Ihr wisst schon. Ey, der Typ regt mich einfach nur noch auf. Dann kam der um die Ecke, dann hat er Instagram aufgekauft, dann hat er Instagram angefangen zu verändern und Videos auf Instagram. Ey, Alter, Instagram war berühmt für die Fotos. Die Leute hatten Bock auf die Fotos. Jetzt fing der an, ja, nee, hier lieber Videos hochladen und so. Dann hat er irgendwann angefangen, ich weiß nicht, was der sich da irgendwie da für Zeugs reinpfeift, der Typ, dieser Zuckerberg. Angefangen mit Metaverse. Ja, Höhenflug bekommen, der Typ, weißt du? Das kommt davon, wenn jemand ein bisschen Erfolg hat und dann auf einmal anfängt zu denken, dass alles, was er sich ausdenkt, was Tolles ist. Ja, Metaverse und so, ey, mittlerweile gibt es seit Wochen und Monaten so Dokus bzw. Videos, wo man sieht, ey, dieses Metaverse ist einfach komplett gescheitert, die haben da Millionen und Milliarden da reingesteckt. Ja, und irgendein Metaverse, irgendeine schlechte Grafik, virtuelle Zweitwelt, bla, Bullshit, keine Ahnung, Alter. Dieser Zuckerberg hat Facebook zerstört, hat Instagram zerstört, hat alles zerstört, was sich teilweise Leute für Reichweite aufgebaut haben. Berühmte Leute.
sind jetzt nicht die relevantesten vielleicht für euch alle, aber so diese Kardashians oder was weiß ich, irgendwelche berühmten Leute fangen schon öffentlich an zu twittern oder auf Instagram zu posten, ey, lass doch mal die Scheiße sein, Mann, lass doch mal alles, wie es ist. Wieso geht man her und zerstört ein funktionierendes System? Die Leute haben Bock auf YouTube, lass sie YouTube machen. Die Leute haben Bock auf TikTok, lass die TikTok mal, die haben Bock auf Facebook oder Instagram. Warum muss immer alles sich angleichen? Jetzt seit ein paar Monaten sind alle Social Media dahinter, irgendwie so wie TikTok zu werden. Und nicht nur das, das heißt, du wirst auch teilweise gezwungen, die Scheiße mitzumachen, weil wenn du die Scheiße nicht mitmachst, und das ist der Grund, warum ich überhaupt dieses Video mache. Falls ihr euch gewundert habt, dass ich die letzten Wochen und so ein bisschen inaktiv war, ich war ja hier vor einer Woche auf diesem Sinanji vs. Mo Abdallah Event, ja? Ich habe da Kontakte geknüpft mit ein paar YouTubern, die 100, 200, 300.000 Follower haben. Die haben übrigens genau dasselbe Problem. Seit ein paar Wochen ist die Reichweite deines Kanals keine Ahnung, 70, 80, 90% gefallen. Das heißt, wenn du sonst Videos gemacht hast, als Beispiel, irgendein YouTuber, der pro Video 100.000 Klicks gemacht hat, der macht mittlerweile nur noch 10, 15 oder 20.000, wenn überhaupt. Ein YouTuber mit 24.000 Followern, so wie ich, der vielleicht mal so zwischen 2.000, 3.000 Klicks und sagen wir mal 5.000 bis 10.000 Klicks pro Video gemacht hat, je nachdem was für ein Content, bla bla bla, man guckt sich ja auch nicht jedes Video von einem YouTuber an, ist mir schon bewusst, macht mittlerweile nur noch 500 bis 1.000 Klicks oder so, weißt du, wie ich meine? Das heißt, YouTube ist hergegangen, hat den Algorithmus anscheinend geändert, weil sie so werden wollen wie TikTok, und dann wirst du als, keine Ahnung, Alter, so 30, 40-jähriger Mann, wirst du gezwungen, irgend so einen TikTok-Scheiß zu machen, auf den du gar keinen Bock hast. Irgendwelche Shorts, so sinnlose Shorts und so weiter und so fort. Ey, aktuell, Social, hier, Elon Musk, der reichste Mann der Welt, hat jetzt vor ein paar Tagen irgendwie Twitter aufgekauft, kündigt da die ganzen Leute weg. Und ey, die Leute, die haben da keinen Bock mehr drauf, Alter. Twitter geht irgendwie am Arsch. Ich dachte mir erst am Anfang, Elon Musk ist jetzt da, komm, ich mach mir einen Twitter-Account. Ein paar Tage später kriege ich mit, ey, da ist nur noch Chaos. Irgendwelche anderen Social Media haben auf einmal Vorteile, weil Twitter komplett durcheinander ist. Die Leute haben Angst, was mit Twitter wird, ob er Twitter zerstören wird und so weiter und so fort. Jedes Mal, oder hier bei YouTube gibt's ja diese, seit ein paar Jahren diese... Wie heißt die, ey, Alter? Die Chefin von YouTube, keine Ahnung, ich habe den Namen vergessen. Die hat irgendwie so einen osteuropäischen Namen. Ich hab keine Ahnung, wie die heißt, habe ich mir nicht gemerkt. Alter, die kommen her und nehmen funktionierende Social Media, wo die Leute Bock drauf haben. Ey, überleg mal, ich habe auch so eine Statistik jetzt mitbekommen. 95% der Leute auf der ganzen Welt benutzen YouTube. 95% der ganzen Leute auf der ganzen Welt benutzen YouTube. Zumindest ab und zu. Nicht jeden Tag, aber ab und zu. Das heißt, YouTube ist von allen Social Media die größte Plattform. Nö, YouTube muss jetzt hergehen und irgendwas mit TikTok-Shorts und so. Hier irgend so sinnlose 10-20-Sekunden-Videos einführen. Und die Leute auch noch so mehr oder weniger zwingen, die Scheiße mitzumachen. Weil ansonsten wird der Algorithmus deinen Kanal nicht so gut finden oder was. Und ich hab zu dieser Thematik von YouTube noch ein anderes Video, aber das muss ich separat machen. Das kommt vielleicht die Tage. Alter, guck mal, Facebook geht am Arsch wegen diesem Zuckerberg. Instagram geht am Arsch, weil Zuckerberg hat auch Instagram gekauft. Versucht da jetzt voll auf TikTok und Shorts und Videos zu machen und so weiter und so fort. Wieso raffen diese Leute? Es sind Milliardäre, Alter. Die haben keine Ahnung, wie die zu diesen Milliarden gekommen sind. Aber so richtig helle und intelligent scheinen die wohl nicht zu sein. Das scheint ja wohl mehr Glück zu sein als Verstand. Lass doch die funktionierenden Social Media so, wie die sind. Ja, kleine Änderungen, die notwendig sind vielleicht hier und da, aber... Und vor allen Dingen innerhalb von kurzer Zeit, weißt du, auf einmal wollen sie alle TikTok sein, auf einmal muss jeder TikTok-Shorts hochladen und so. Boah, das nervt nur noch, Alter, ohne Witz. Dann hast du dir über mehrere Jahre irgendeine Reichweite aufgebaut, ob die jetzt 20, 30.000 Follower ist oder 200, 300.000. Wie gesagt, ich habe mit ein paar YouTube-Kollegen, die deutlich mehr Reichweite haben als ich, connected hier auf dieser Veranstaltung mit Sinanji, die haben genau dasselbe Problem. Alter, früher haben sie Videos hochgeladen, 50 bis 100.000, seit ein paar Monaten, seit ein paar Wochen
erreichst du einfach deine Supporter nicht, deine Abonnenten oder Follower. Und warum das so ist, ich habe auch einige Kanäle selber, ich bin ja nicht nur YouTube-Produzent, also hier Creator, hier der selber Videos macht, ich habe auch etliche Kanäle abonniert. Aber YouTube ist der Meinung, ich hab bestimmt um die 1000 Kanäle oder so abonniert oder 500, oder ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall sind das Kanäle, auf die ich Bock habe. Ich will deren Videos sehen. Alter, YouTube schlägt mir nur von ein paar wenigen Leuten die Videos vor. Alle anderen muss ich aktiv suchen, obwohl ich die abonniert habe. Ich finde die nicht. Ich mache YouTube an, ich sehe lauter so Schrottvideos. Und ist euch mal aufgefallen, was für Schrottvideos teilweise vorgeschlagen werden, auf die ihr eigentlich gar keinen Bock habt? Anscheinend möchte YouTube, dass du irgendwie unbedingt genau diese Videos anguckst. Und die Kanäle, die du abonniert hast, ja? Die Kanäle, die du abonniert hast, die kriegst du nicht vorgeschlagen, Alter. Ey, ohne Scheiß, YouTube war 2010, 2011, 2009, 2012 so am geilsten. Danach hat's so nachgelassen. Aber ey, und ey, ohne Witz, es gibt Themen, über die ich mit euch gerne reden würde, sehr gerne. Aber aktuell mit der Situation, was auf YouTube los ist, und deswegen wäre es wichtig, dass ihr bitte nicht nur abonniert, auch die Glocke aktiviert. Diese Leute, die da bei YouTube was zu sagen haben, die eigentlich gar keinen Plan von YouTube haben, die haben sich irgendwann gedacht, ey, wenn jemand abonniert, reicht das nicht. Der muss auch noch die Glocke aktivieren. Demnächst kommen sie um die Ecke mit abonnieren, Glocke aktivieren und die Glocke von der Glocke auch noch aktivieren. Damit du überhaupt noch was vorgeschlagen bekommst von den Videos, die du abonniert hast. Lange Rede, kurzer Sinn. Es geht einem nur noch auf den Senkel, Alter. 4, 5, 6 Leute, die ein bisschen was zu sagen haben, drehen so an den Schrauben. Hier dieser Elon Musk und elendiger Musk und dieser Zucker Cyborg, der Typ, der nicht mal mehr aussieht. Bro, lass mich nicht reden, Alter. Ich habe so Kick auf diese Leute, Alter. Ohne Witz. So. Sagt mir eure Meinung, ich weiß ja nicht so, in die Kommentare, abonniert bitte diesen Kanal mit Glocke, nicht nur die Abonniertaste, sondern auch die Glocke, lasst einen Daumen da und vor allen Dingen, wenn Videos kommen, die außerhalb der Norm sind, die vor allen Dingen supporten, weil es ist wichtig, YouTube macht einem da sonst Strich durch die Rechnung. Leute, genug gerantet, genug sich aufgeregt, aber ey, nur damit ihr versteht, warum man seit Wochen, seit Monaten eigentlich gar keinen Bock mehr hat, auf YouTube irgendwas hochzuladen, ne? Nur damit ihr Bescheid wisst. Aber ich gebe mir trotzdem Mühe, ich versuche trotzdem ein, zweimal die Woche auf YouTube was zu machen, ja, weil ich will euch auch nicht im Stich lassen, aber ey, nur damit ihr versteht, was hier los ist, Mann. Vor allen Dingen als Creator, guck mal, auf Facebook kriegst du mittlerweile irgendwas vorgeschlagen, was du gar nicht sehen willst. Früher hast du Fotos und Sprüche oder was auch immer von deinen Freunden und Bekannten und Verwandten gesehen. Mittlerweile ist das so zugespammt, Alter. Diese Facebook-Seite. Ohne Scheiß, wenn ich Facebook anmache, Alter, mir wird übel. Überall sind Fake-Accounts, irgendwelche Frauen. Komm, schreib mir auf WhatsApp. So Fake-Accounts natürlich. Alter, Facebook ist so am Arsch. Alter, Twitter haben sie jetzt vor kurzem auch noch aufgekauft. Wer weiß, was damit passiert. Chaos pur in der Social-Media-Dings. Ja. Wie gesagt, wenn ihr der gleichen Meinung seid, einen Daumen da lassen, einen Kommentar da lassen für den Algorithmus, abonnieren, Glocke aktivieren und checkt alle Links in der Videobeschreibung. Auch meinen Twitch-Kanal, AkkuPower Twitch. Wir sehen uns die Tage. Bis dann. Ciao.